Mehr als 600 Patente stammen von kreativen Oberösterreichern. Von der Idee bis zur Marktreife ist es oft ein langer Weg. Gepflastert mit Fragen wie, wo bekomme ich die passende Förderung her? Vor 15 Jahren haben Wirtschaftskammer und Land Oberösterreich deshalb gemeinsam TIM ins Leben gerufen. TIM heißt Technologie- und Innovationsmanagement, heißt letztendlich Betriebe zu unterstützen, wenn sie etwas Neues machen, wenn sie innovativ sind, wenn sie neue Produkte, neue Dienstleistungen entwickeln. Auch bei der Förderung gibt es hier entsprechende Unterstützung und bei einer Beratung, wenn es darum geht, den Betrieben behilflich zu sein. Und das ist TIM und das hat sich sehr gut bewährt. Schritt für Schritt entwickeln TIM und Experten. Mehr als 700 Projekte wurden seit dem Jahr 2000 begleitet. Vor allem Klein- und Mittelbetriebe haben die Hilfe der sogenannten Technologietransferplattform in Anspruch genommen. Innovation fördern, für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich wichtig. Weil das der wesentliche und der kritische Faktor ist für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind ein kleines Land, wir haben nicht große Rohstoffvorkommen. Unser Rohstoff ist Hirnschmalz, das heißt die Kreativität und die Innovationsfähigkeit und die Innovationskraft der Betriebe. Die treibt uns im Wettbewerb und das ist der Vorsprung, den wir uns auf diese Art und Weise sichern müssen. Und wir sind ja ein nicht ganz billiger Standort, umso innovativer müssen wir sein. 8,5 Millionen Euro haben Land- und Wirtschaftskammer bislang in die Innovationsprojekte investiert. Etwa in spezielle Prägeplatten der Firma Grabner aus Roitam. Das war für uns sehr, sehr wichtig, weil wir eigentlich alle Entwickler sind und alle Tüftler sind und in der Materie sehr, sehr stark sind, aber da im Förderbereich eigentlich keine Ahnung haben und eben diese Scheu eben auch von Förderstellen gehabt haben. Und da war eigentlich TIM für uns ein ganz wichtiger Partner, der uns dann auch die Scheu genommen hat, der was gesagt hat, meine Herren, ihr könnt das und das machen und der uns auch weiter unterstützt hat und der hinter dem Projekt gestanden ist, der gesagt hat, du, das ist eine tolle Idee, was ihr da habt und das gehört verwirklicht und der uns auch in der Richtung bestärkt hat. Bis zum Jahr 2020 haben Land Oberösterreich und Wirtschaftskammer ihre Zusammenarbeit jetzt verlängert. 600.000 Euro jährlich werden so auch in den kommenden 4 Jahren in die Unterstützung innovativer Ideen investiert.